Ja, heute möchte ich euch gerne das Lebensbereichsspiel nochmals näher bringen und die einzelnen Kategorien des Lebensbereichsspiels mit euch durchbesprechen, weil das ist die Grundlage für die Bestandsaufnahme. Und je nach der Kategorisierung der einzelnen Parameter können wir dann sagen, in dem Lebensbereich sind wir zufrieden oder da sind noch neue Visionen zu entwickeln. Und insofern lade ich euch herzlich ein, mit mir gemeinsam das Lebensbereichsspiel sich anzusehen. Wir sehen hier ein Ranking von 1 bis 10. Die Kategorie 1 würde bedeuten, ich bin sehr zufrieden in diesem Lebensbereich. Die Kategorie 10 würde bedeuten, ich bin sehr unzufrieden. Und das ist jetzt sehr spannend, dass wir diese Bestandsaufnahme machen, um herauszufinden, in welchen Lebensbereichen sind denn jetzt Visionen notwendig. Wenn wir uns einmal die erste Kategorie 1 ansehen, hier haben wir Familie, Partnerschaft, Liebesbeziehung und Kinder. Und je nach Lebenssituation oder auch nach Altersstruktur kannst du jetzt schauen, lebt dein Klient in einer Beziehung, hat der Klient Kinder? Und dementsprechend werden die Wertungen durchgeführt. Die zweite Kategorie ist das Beziehungsumfeld Freunde und Bekannte. Manche Menschen sind sehr gut in die Netzwerke eingebunden. Für andere könnte das zum Beispiel eine wichtige Vision sein, wieder das persönliche Umfeld zu erweitern. Kategorie 3 ist die Ursprungsfamilie und die Verwandten. Das wird für viele Klienten ein Thema sein. Meistens gibt es Konfliktsituationen im familiären Bereich. Und hier kann man zum Beispiel die Kommunikation oder die Qualitäten visualisieren, die notwendig sind, um diese familiären Spannungen zu reduzieren. Die vierte Kategorie umfasst den Beruf, den Inhalt oder die Ausbildung. Und das ist für viele Menschen auch ein wichtiger Lebensbereich. Viele werden sich entwickeln wollen, haben neue Karriereziele oder einfach auch Ausbildungen, die gemacht werden wollen. Und das kann man sehr schön in die Visualisierungsliste hineinnehmen. Materielles, Finanzen, Wohnungen. Manchmal visualisieren Menschen auch neue Wohnsituationen oder aber sind mit diesen Bereichen schon sehr zufrieden. Ganz wichtig für viele von uns ist Körper und Gesundheit. Hier kann man noch einmal analysieren mit dem Klienten, wie schaut es da aktuell aus, was ist möglicherweise zu adaptieren, was ist zu verändern, damit die Gesundheit im Vordergrund steht. Und bei der Kategorie 7 haben wir Freizeit, Sport, Erholung, Reisen. Zum Beispiel sportliche Aktivitäten oder auch Hobbys könnten hier im Vordergrund stehen. Auf die Visionsliste kann zum Beispiel auch ein neues Hobby kommen, wo man sagt, ja, da möchte ich gerne etwas entwickeln oder eine neue sportliche Aktivität oder auch Reiseziele. Das sind auch immer schöne Visionen, die mit Reisezielen verbunden sind. Kategorie 8 ist dann Genuss und Lebensfreude. Diese optimistische, positive, kreative Lebenseinstellung bringen vielleicht schon viele mit. Und Kategorie 9 ist dann Meditation, Spiritualität, Erholung, Stille und nach innen gehen. Die Kategorie 10 ist hier bewusst offen. Diese kann nun individuell ausgefüllt werden, weil viele Klienten haben dann noch vielleicht spezielle Themen, die sie gerne auf die Visionsliste aufnehmen möchten. Und nach dieser Bestandsaufnahme arbeitest du dann mit dem Klienten die Visionen aus. Wir wissen schon, dass wir ein, 7 Punkte haben auf unserer Visualisierungsliste und so kann man wichtige Visionen gestalten. Bei der Ausarbeitung der Visionen ist die Schriftlichkeit besonders wichtig. Und hier empfehle ich wirklich ein Visionsboard, dass du deine Visionen ganz klar, ganz exakt, ganz genau in Sätzen auch ausformulierst, auf ein schönes Board schreibst, gestaltest und deine 7er Liste wirklich, sei es im Büro oder im häuslichen Bereich, aufhängst, dass man immer wieder auf diese Liste blickt, um das Unterbewusste zu füttern. Und dazu möchte ich jetzt gerne ein paar Tipps und Tricks geben, wie du das Visionsboard gestalten kannst. Und hier gibt es eine wunderschöne kreative Methode, die zum kreativen Visualisieren
auch so gut dazu passt, nämlich die Mindmapping-Methode. Und die kannst du deinen Klienten auch gerne weitergeben, damit das Visionsboard dann wirklich in eine Mindmap gestaltet ist.